Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid ja auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet. Hier gibt es alles von uns Diamond Painting, bisschen True Crime und auch ein bisschen Hörbücher. Und hier habe ich ein Kit für euch, das ich während Drills and Chills angefangen habe und einen Tag vor Ende des Jahres beendet habe. Und zwar ist es Scaredy Cats. Scaredy Cats war schon seit ich damit Artlab kenne, auf meiner Wunschliste. Es war eigentlich eine Limited Edition, ist dann aber zurückgebracht worden und da habe ich sofort zugeschlagen und darum habe ich es auch dieses Jahr sofort, oder letztes Jahr, sofort gemacht. Es ist ein Kit mit eckigen Steinchen, 46 Farben und es sind ein AB drin, nämlich dieser hier. So ein orangefarbener, die 132. Und es ist ein Glow-in-the-Dark dabei, und zwar dieser orangene hier. Genau, das heißt, das Gesicht des Kürbisses leuchtet im Dunkeln, nicht die Augen der Katzen nicht. Wäre auch noch ganz cool gewesen, aber muss nicht, weil dann hätten wir diese Schattierung hier nicht drin. Ja, du machst nicht drei verschiedene Glow-in-the-Dark-Farben in einem Bild. Und nur die Pupille hier in schwarz leuchtend, hatte ich mir kurz überlegt, aber nein, das sieht dann ziemlich komisch aus. Nee, das sieht schon ziemlich gut aus. Ich blende euch gleich ein Bild ein. Gucken wir uns hier mal an, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Ich habe es einmal mit meiner Kamera mit Langzeitbelichtung fotografiert, so dass ihr auch das Bild noch sehen könnt. Und dann blende ich euch noch das Bild ein, wie es im Dunkeln aussieht, ohne dass man den Rest sieht. Also nur wirklich hier. Das hier. Das Aufladen dieser Glow-in-the-Dark-Steinchen, wenn sie nicht weiß sind, sondern dieser farbigen Glow-in-the-Dark-Steinchen, das gilt vor allen Dingen für schwarze und aber auch hier für diese gelb-orangenen, ist nicht ganz so einfach. Also es reicht nicht, dass das bei euch im Zimmer hängt und Licht von der Lampe abkriegt. Ihr müsst es schon mit Sonnenlicht aufladen, also mit UV. Das sind UV, also Steinchen, die sich mit UV-Licht aktivieren. Das heißt, entweder Sonnenlicht oder eine UV-Lampe, eine UV-Taschenlampe zum Beispiel, oder eine UV-Lampe, mit der zum Beispiel auch Nägel getrocknet werden. Die sind relativ günstig. Ich habe hier eine super günstige noch rumfliegen gehabt und damit habe ich das aufgeladen. Damit geht es relativ schnell und sicher. Also wenn ihr wollt, dass es nachts leuchtet, müsst ihr es irgendwo hinlegen, wo es Sonnenlicht abbekommt. Oder wie gesagt, man kann es eben auch, ist vielleicht auch ein Spaß für die Kinder, wenn ihr Kinder habt, denen ihr so ein Glow-in-the-Dark-Bild mit farbigen Steinchen ins Zimmer hängen wollt, mit der UV-Taschenlampe, die aufzuladen abends. Die sind auch nicht teuer, sind auch relativ günstig zu haben. Nur, dass ihr das wisst, die laden sich nicht auf, indem ihr sie unter eine Glühbirne legt. Oder fast nicht auf. Genau. So, dann jetzt noch zum Bild an sich. Der Hintergrund mit diesen Lilatönen ist großartig. Ich finde, dass es richtig dreidimensional rauskommt. Scaredy Cats ist ja ein Bild von Jeff Haney, ja, bei Diamond Art Lab erschienen. Und ich finde die Zeichnung, also das Bild an sich, großartig mit diesem Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist ganz großartig umgesetzt von Diamond Art Lab, großartig gerendert. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Tiefe und Dimension. Und dann die beiden Kätzchen, die auch super schön sind mit diesen Schwarz- und Lila-Tönen so rum. Und hier hinten dann tatsächlich so übergehend in diese Dämmerung. Dann mit den Schnurrhaaren und die haben hier ihre Tätzchen auf dem Kürbis. Und ich finde, der Kürbis an sich wirkt auch plastisch. Hier mit dem Deckel. Und der wirkt richtig schön plastisch, dadurch, wie er gemacht ist. Und man hat hier eben diese verschiedenen orange-braunen Töne drin, an denen man sich so runterarbeitet. Also die EBs habt ihr hier in den Außenbereichen der Mundwinkel. Dass das hier noch ein bisschen plastischer wird, genauso wie hier. Also hier in dem ausgeschnitzten Bereich sozusagen. Und hier unten im Laub ab und zu mal ein bisschen. Da ein bisschen hier und hier in dem Blatt und hier. Das hebt es auch noch mal ein bisschen nach vorne. Auch hier das fallende Laub an der Seite. Also ich finde, dieses Bild ist wirklich sehr plastisch. Und
Auch mit den Farben hat es super Sinn und Spaß gemacht, daran im Herbst zu arbeiten. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie lange ich dran also saß, weil ich halt eine Pause gemacht hatte. Also ich habe bei Do It in Schilz damit angefangen und habe alles bis auf diesen hier, bis auf das hier, ne, das hier gepainted gehabt. Und dann habe ich aber es während Wills and Chills nicht mehr geschafft und habe dann mit Train of Dreams angefangen für den Spendenmarathon. Und dann hing das in meinem Schlafzimmer. Und ich habe es dann am 29. und 30. fertig gemacht. Dezember. Weil ich es fertig haben wollte und weil sich der Kleber hier schon gesetzt hat, weil ich ja hier so komisch ausgeschnitten hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich es fertig machen. Und habe es dann auch fertig gemacht. Also 2 Wochen und 2 Tage oder so, mit großer Pause dazwischen, habe ich dafür gebraucht. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Bild. Und auch hier der Mond, der auf den Kürbis scheint. Ne? Das sieht man hier richtig, hier, dass er von hinten so drauf scheint. Fabelhaft, ich liebe es. Ich liebe dieses Bild. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox. Ich weiß aber nicht, ob es aktuell noch verfügbar ist. Wenn nicht, könnt ihr euch eintragen lassen und per E-Mail benachrichtigen lassen. Und ich hätte super gerne dieses Jahr Halloween schon hängen gehabt und freue mich sehr, es nächstes Jahr Halloween entweder so wie es ist, an die Wand zu patschen oder mit einem Magnetrahmen hier oben und unten oder auf eine Leinwand oder in einem Rahmen. Ich weiß es noch nicht so genau, das überlege ich mir noch. Aber es wird auf jeden Fall zu den Saisonbildern kommen, die hier im Herbst an die Wand kommen. Ich wechsle dann immer so ein bisschen ein paar Bilder aus, habe ich mir gedacht jetzt mittlerweile, dass ich das so machen werde, dass meine Wand und meine Wandbehängung mit Teil meiner Deko ist. Ganz, ganz tolles Diamond Art Club Kit, was super viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, euch hat diese kurze Review gefallen. Wenn ja und ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich über ein Abo. Daumen nach oben, oben und Kommentar hilft diesem Kanal auch immer. Und mir ungemein weiter. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video hier wiedersehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich hierzu auch das Unboxing mal angucken, um das Bild ungepainted zu sehen. Verlinke ich euch hier oben. Und ansonsten, meine Lieben, passt bitte gut auf euch auf. Bleibt immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin. See ya!